Großer Pyro-Cracker-Vergleich. Fangen wir an mit dem Keller Münchhausen-Cover. Noch etwas älter, schwarzes Back-Cover. Drei Böden können wir ja kurz zeigen, vorne zugestopft. So, kommen wir zur Zündung von den Münchhausen, den schwarzen Back-Cover. Wollen wir überall immer zwei Stück. Oh ja, die können noch was. Noch gleich einen zweiten Teil. So. Dann geht's weiter mit den Münchhausen-Cover vom Keller. Schon etwas neuer sieht man hier unten. Sind vorne auch nicht mehr zugestopft. Naja, der war jetzt schwächer als der andere. Jetzt von Diamond, aktuelle. Und zweiten hinterher. Sehr schön. Dann Nico Ninja Cracker Cover. Machen wir zwei Stück. Zeigen wir mal kurz die Farbearbeitung nochmal. Hinten geklebt. Vorne auch geklebt. Oh ja, wie kann er was? Machen wir weiter mit Vico Corsa. Vorne, hinten Tonerde. Hinten mal ein bisschen verklebt. Haben beide nicht funktioniert, machen wir noch einen dritten. Eine Chance geben wir die noch. Wofür haben wir die Packung hier noch? Ja. Dann Keller, aktuelle. Hinten und vorne Tonerde, nichts Besonderes. Boah, ganz okay. Leslie Pyro Cracker. Vorne, hinten, Tonerde. Die waren jetzt etwas schlechter als die anderen davor alle. Der war wiederum besser. Pyro Cracker Panda. Hinten, Tonerde. Vorne, Tonerde. Nichts Besonderes. Sehr schwach. Pyro-Cracker von Keller. Mit so einem komischen Design noch nie vorher gesehen. Vorne noch zugestopft. Hinten Tonerde. Noch relativ gut. Ja, der Knall stimmt auch noch. Boop-Piep. Hinten, guckt euch die Wandung an. Vorne zugestopft. Sehr schön. Oh ja, die zeigt noch uns. So, jetzt kommen wir zu den Vico. Hier haben wir zwei verschiedene Auktionen. Hier ist Vico Xingping. Noch mit Schrift. Ja, noch richtig dreckig verarbeitet. Kommen die Tonerde schon raus. Ja, der Knall ist auch nicht gerade gut. Aktuelles Zeug halt. Als letztes jetzt nochmal Vico. Diese Ausführung vorne noch so gestopft. Das Alter wahrscheinlich dann. Ja, kein großer Unterschied bei allen. Am besten auf jeden Fall die Blue Brand.